Moin Leute und willkommen zu diesem kleinen Unboxing-Video. Ich habe bis jetzt noch keine Unboxing-Videos gemacht, aber ich habe mir gedacht, warum zur Hölle nicht, denn ich habe mir neues Filmequipment bestellt. Und das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit vom Film, die ich persönlich aber immens wichtig finde. Ich werde euch noch erklären, warum. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen direkt erstmal mit dem kleineren von beiden Paketen an. Denn dieses kleinere Paket hier beinhaltet den in Anführungszeichen unwichtigeren Teil. Der unwichtigere Teil ist eigentlich der Teil, der das Ganze überhaupt erst zum Funktionieren bringt. Dementsprechend doch vielleicht gar nicht so unwichtig, aber ihr werdet jetzt gleich sehen, was es ist. Ich weiß schon, was es ist, weil unten ein Aufkleber drauf war und ich meine, ne? Ist dann schon so ein bisschen offensichtlich. Na, komm schon. Das will ich. Ah. So, jetzt aber. Nach einem Haufen Papier finden wir darin eine Plastiktüte. Ja, wie gesagt. In dieser Plastiktüte ist aber tatsächlich das Herzstück des Equipments, das ich mir bestellt habe. Denn hier drin sind einmal dieser Charger hier, der über USB die ganzen Sachen, das Akkus hier aufladen kann, und zwei Akkus für Sony Mount. Das ist übrigens alles keine Produktplatzierung. Falls irgendwer fragen möchte, die Sachen habe ich mir ganz normal gekauft. Ich werde nicht bezahlt, irgendwas dazu zu sagen oder sonst was. Ich kann nur zur Firma Nüer sagen, die halt diese ganzen Dinger hier herstellt, dass das eine ziemlich günstige Firma ist, die ziemlich viel über Amazon und sonst was verkauft, auch ziemlich viel in Richtung Kamera-Equipment und Akkus und sowas alles. Und bis jetzt bin ich noch nicht enttäuscht worden. Ich habe einige Sachen schon von der Firma gekauft und ich habe immer das bekommen, was ich erwartet habe. Also nicht Top-Qualität, weil es ist halt immer noch nachgemacht und so ein bisschen China-Ware und sowas alles. Aber sie funktionieren, die Sachen. Und sie sind bis jetzt auch noch nicht kaputt gegangen. Selbst die Sachen, die ich jetzt schon über 2 Jahre habe und sowas alles, funktionieren immer noch. Deswegen Nüer soweit eigentlich relativ zufrieden. Aber da das der unwichtigere Nebenaspekt quasi war, haben wir ja noch ein zweites Paket. Das ist ein Stückchen größer, denn hier ist eigentlich der Hauptbestandteil dieser wunderschönen Bestellung drin. Und zwar, wer hätte es gedacht, was könnte wohl wichtig sein? Richtig, es ist keine Kamera. Nein. Das hier ist ein kleines LED-Panel. Bitteschön. Das ist ein kleines LED-Panel, das über diese Akkus hier funktioniert. Und ja, dieses kleine LED-Panel ist tatsächlich extrem gut. Wir haben bei ein paar Drehs von Unect schon damit gearbeitet. Eine Freundin von uns hat diese Dinger schon. Und die sind total in Ordnung, vor allem für den Preis. Ich habe jetzt für die Akkus plus Ladegerät, ich meine, 22 Euro bezahlt und für das LED-Panel hier ungefähr 46. Und dafür, dass das LED-Panel halt so viel kann für 46 Euro, finde ich das schon echt gut. Wenn wir das hier mal aufmachen, haben wir erstmal eine Menge Papier, das sich mal wieder keiner durchliest. Darunter haben wir allerdings direkt das Panel an sich. Auch schön eingepackt und alles. Und auf der Rückseite von diesem Panel können wir direkt erkennen, warum das eigentlich so viel kann. Denn wir haben hier unsere Regelung, wie hell das Panel sein soll. Einen Ausschalter. Hier haben wir einen vorgegebenen Kelvin-Wert, das heißt, wir können die Farbtemperatur dieser Leuchte einstellen. Wir haben hier einen Button, um die Batterie zu prüfen. Und bei der Option bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, was sie genau macht. Das muss ich also auch noch ausprobieren. Darüber hinaus haben wir aber bei diesem LED-Panel hier diese Tore. Und die Tore sind immens wichtig, wenn wir irgendwo Licht drauf richten wollen. Dafür haben wir diese Tore eben dabei. Wir können das Licht damit irgendwo drauf richten, wir können das Licht irgendwo hinstreuen oder sonst was. Die Dinger reflektieren schön, wie man sieht. Und wir können natürlich auch die LEDs damit schützen. Zusätzlich sind dabei allerdings noch diese paar Sachen hier. Das hier ist einfach nur ein Adapter, den ich jetzt unten dran schrauben kann. Ne, ganz normal. Das hier kann man übrigens auch als GoPro-Zubehör benutzen, finde ich relativ witzig. Das heißt, theoretisch kann ich auch die Lampe irgendwo mit irgendwelchen GoPro-Mounts festmachen. Habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, ich weiß aber, dass es geht. Und
Ja, im Endeffekt kann man die Lampe jetzt mit diesem kleinen Blitzschuh hier entweder irgendwo auf einer Kamera montieren, was relativ gut funktioniert mit vor allem kleinen Akkus, wie ich sie jetzt habe, weil die Kamera dann nicht so übermäßig schwer belastet wird. Und man kann natürlich hier unten auch ganz normal auf irgendwelche Stative oder sonst was das LED-Panel draufschrauben. Deswegen schon mal ziemlich nice. Was aber auch noch ganz geil ist an dem LED-Panel ist, dass wir hier oben an der Seite hier einen Einschub haben. Und zwar können wir in diesen Einschub diese Farbfolien hier einschieben. Wir haben einmal eine durchsichtige, die einfach nur als Diffusor arbeitet. Wir haben eine orangene, die mehr oder weniger für gelbliches Licht sorgt. Eine blaue, die natürlich für kaltes Licht sorgt. Und eine rote, die für extrem warmes und ein bisschen unnatürliches Licht sorgt. Dazu bekommen wir außerdem auch noch in dieser Box diese kleine Tasche hier, wo wir das Ganze drin verstauen können, was ich extrem nice finde, weil gerade solche Sachen hier will ich nicht in meinem Kamerarucksack rumfliegen haben. Die nehmen halt Platz weg und wenn ich das alles in einer Tasche direkt organisieren kann, ist das schon ziemlich nice. Und das allerbeste, was ich an diesen LED-Panels wirklich liebe, ist einfach diese kleine Fernbedienung hier. Denn mit der kleinen Fernbedienung kann man das LED-Panel, solange es mehr oder weniger im Standby-Modus ist, fernsteuern. Das bedeutet, ich kann hier, diesen kleinen Chip hier muss ich natürlich rausziehen, damit sie funktioniert, aber ich kann hier einstellen, ausschalten, anschalten, hier kann ich die Helligkeit einstellen, hier kann ich den Kelvin-Wert einstellen und so weiter und so fort. Und wenn ich mich nicht irre, kann ich hiermit sogar Aufnahmen an Canon und Nikon-Kameras starten. Insgesamt für 46 Euro ist echt verdammt viel dabei. Ich habe hier auch noch den kleinen Mount, dass ich das halt ein bisschen besser einstellen kann und sowas alles. Und diesen Mount, bei dem ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob ich den wirklich nur dafür verwenden kann, dass ich das irgendwo hinstellen kann oder ob der noch einen tieferen Sinn hat. Aber ich denke, man kann das wirklich einfach nur irgendwo damit hinstellen. Ist aber ziemlich nice, dass es dabei ist, weil damit kann ich das Panel quasi einfach hier unten aufschrauben, dann den Blitzschuh hier rein montieren und dann das Ganze festschrauben und es steht, was schon mal extrem geil ist. Das heißt, selbst wenn man kein Stativ oder sowas dafür hat, kann man es einfach irgendwo hinstellen und sich quasi den Weg leuchten lassen oder was auch immer. Und ja, die Akkus sind wahrscheinlich nicht geladen, aber wenn ihr dieses LED-Panel im Einsatz sehen wollt, ich werde dazu auch in ein paar Wochen, schätze ich mal, ein Review hochladen, weil ich das natürlich erstmal ausprobieren will und sowas alles, ne? Ja, und werde euch dann sagen, geil oder nicht so geil. Bisher bin ich von den Dingern immer begeistert gewesen. Das hier ist aber eine etwas andere Version als die, die wir bis jetzt benutzt haben. Die kann ein kleines bisschen mehr angeblich, eben wegen den Farbtemperaturen, die ich einstellen kann und sowas alles. Und ja, was ich noch kurz anmerken wollte ist, ich hatte vor diesem Panel hier schon mal ein anderes LED-Panel. Und zwar, ja, ich habe es gerade ganz intelligent unter den Boxen vergraben. Und zwar hatte ich vorher dieses LED hier von Sumicon. Auch wieder, ne, keine Werbung und sowas. Mein Problem mit diesem LED ist einfach nur, ich habe zwar auch hier diese Filter und sowas dabei, und Diffusor und sowas alles. Und es ist auch von der Größe her annähernd ähnlich. Das ist ein bisschen kleiner, es ist auch relativ hell und alles. Ich habe auch den Batterietester und sowas alles. Ich kann das Ganze auch über normale Doppel-A-Batterien betreiben, was an sich gut ist. Das Problem ist nur, dieser Akku-Mount hier hinten drin, ist eben dummerweise kaputt. Der hat noch nie funktioniert bei mir. Und deswegen musste ich das Ding eben immer mit Batterien betreiben und es frisst sich unglaublich schnell durch irgendwelche Batterien. Also selbst die hochwertigeren Batterien, die ich gekauft habe, haben maximal 45 Minuten mit dem Ding hier wirklich durchgehalten. Und das Problem ist, dass dieses LED-Panel auch extrem viel Strom frisst, selbst wenn es aus ist. Das heißt, wenn ihr Batterien da drin vergesst oder sowas, dann sind die am nächsten Tag definitiv leer. Und das ist scheiße. Das Ding hier hat übrigens bei uns in der Filmgruppe den Spitznamen Scheißlicht bekommen. Nicht nur, weil es halt sich so scheiße schnell durch Batterien frisst, sondern weil wir tatsächlich ein LED-Panel von der gleichen Bauart bei einem Dreh mal aus Versehen in einen Hundehaufen gelegt haben, den wir nicht gesehen haben. Und naja, dadurch ist es halt das Scheißlicht geworden. Ich hoffe mal, dass es mir mit dem hier nicht ganz so ergehen wird. Aber das werden wir sehen.
Wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst was zu dem oder dem LED-Panel hier habt oder generell zum Licht und sowas und warum ich das so wichtig finde, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das mit diesem Unboxing. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.